Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, heute wollte ich eigentlich nicht mitvloggen und wollte den Tag mit den Kindern genießen. Tja, kam jetzt ein bisschen anders als gedacht, habt ihr vielleicht schon am Titel erkannt, ich komme gleich zur Geschichte. Und zwar, ich wurde von einem Hund gebissen, ganz überraschend. Naja, geplant kann sowas eh nicht passieren. Auf jeden Fall waren wir jetzt am Vormittag Fahrrad fahren. Also ich habe mir ein Fahrrad vom Hotel ausgeborgt und die Kinder sind in so einem Vierer-Tretauto gefahren. Ich werde euch so ein Bild einblenden. Wir hatten mega Spaß, wir sind also diese Strecke runtergefahren und haben Fotos gemacht und dann haben wir gesagt, ja, fahren wir wieder zurück, dass wir rechtzeitig zum Mittagessen halt im Hotel sind. Und ja, bei der Zurückfahrt ist uns ein Mann mit einem Windhund entgegengekommen, so ohne Leine. Ich habe mir jetzt nicht so weit gedacht, ich habe ja so ein blödes Menschenvertrauen. Ich denke mir immer so, wenn er jetzt ohne Leine geht, dann wird er ja schon seinen Hund kennen. Naja, der Hund ist, die Kinder sind vorgefahren, ich bin hinten nachgefahren. Der Hund hat so ein bisschen bei den Kindern gerochen beim Vorbeifahren, aber nur so keine Ahnung, so ganz harmlos irgendwie. Und die Kinder sind aber auch ehrlich gesagt ein bisschen schneller gefahren. Und dann bin ich gekommen und der Hund ist quasi zu mir rangekommen und ich dachte, ja komm, der wird jetzt nur riechen, ist rangekommen und auf einmal habe ich den Schmerz gespürt und bin sofort dann stehen geblieben, bin vom Rad gestiegen und habe gesehen, dass meine Hose halt, meine Leggings zerrissen ist und habe halt den Mann so hinterher gerufen, hallo, ihr Hund hat mich gebissen. Und habe so meine Wunde angeschaut. Im ersten Augenblick schaut so eine Hundebisswunde wie so ein Kratzer aus und habe mir nur gedacht, so ja, okay, ist eh nicht so schlimm. Hat halt so ein bisschen gebrannt, aber war jetzt nicht so schlimm. Und ich war auch so voll im Schock. Also jetzt ist ein bisschen an Zeit vergangen. Ich drehe jetzt das Video, glaube ich, so eine Stunde später ungefähr. Ja, ich war voll im Schock. Ich weiß nicht, in diesem Moment habe ich richtig falsch reagiert, also richtig, richtig falsch. Weil der Mann, der hat auch komisch reagiert, der hat sich überhaupt nicht entschuldigt, der hat nur gesagt so, oh ja, ihre Hose ist kaputt, wo wohnen sie denn? So, ich so, hä, hab's nicht verstanden. Ich so, ich wohne in Niederösterreich. Und er so, nein, welchem Hotel? Ich glaube, und dann bin ich so drauf gekommen, er wollte mir eigentlich nur die Hose entschädigen und ich so, ich habe mir gedacht, so scheiß auf die Hose, scheiß auf die Leggings, die hat ein paar Euro gekostet, ist mir doch wurscht. Aber dass er irgendwie nicht so, ja, ich hätte mir von ihm irgendwie mehr so eine Entschuldigung oder irgendwas, so, oh mein Gott, geht's Ihnen gut oder so. Der war so richtig arrogant und richtig so flach, so, ja, ist mir doch wurscht. Wieso nehmen Sie ihn denn nicht an die Leine? Naja, normalerweise macht er ja das nicht. Ach, was. Blödsinn. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der das jetzt auch zufälligerweise gerade bei mir heute gemacht hat. Ja, auf jeden Fall habe ich halt schon, wie gesagt, richtig dumm reagiert. Ich habe ihm nicht nach seinem Ausweis gefragt, nicht, ob der Hund geimpft ist. Ich war richtig geschockt, weil vor allem der Patrick ist aus diesem Tretauto ausgestiegen und zu mir nach hinten gekommen. Und dann ist die Michelle auch noch ausgestiegen. Und das war für mich so ein richtiger Schock, weil auf einmal der Hund auch noch zurückgekommen ist zu den Kindern und dann war ich so, ich wollte irgendwie voll aus dieser Situation weg und ich war dann so, ja, scheißegal, wissen Sie was, vergessen Sie es. Irgendwie hat mir auch dieser Hund leid getan, warum auch immer mir der Hund leid getan hat, ich weiß das irgendwie nicht, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir so, warum habe ich das gemacht, weil ich meine, okay, der Hund kann ja auch irgendwie nichts dafür, wenn der Besitzer ihn falsch erzieht, aber seien wir uns ehrlich, wenn dieser Hund eins meiner Kinder gebissen hätte, dann hätte ich ihn dort zum Mond geschossen und den Besitzer gleich mit. Und dieser Hund ist ja scheinbar gefährlich und er geht mit ihm ohne Leine. Und was ist, wenn er ein Kind gebissen hätte, das mit dem Fahrrad an ihm vorbeigefahren wäre? Das ärgert mich jetzt so im Nachhinein richtig. Ja, und ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Bin alleine, der Papa ist ja gestern abgereist. Das war wirklich eine blöde Situation. Jetzt im Nachhinein wurmt mich das total. Ja, und ich habe auch beschlossen, zum Arzt zu gehen. Also der Arzt, der hier im Ort ist, der ist auf Urlaub und ich muss jetzt nach Ischgl fahren. Ich habe natürlich kein Auto, muss natürlich jetzt mit dem Bus fahren. Mit allen Kindern wird sicher ein Spaß. Ich zeige euch auf jeden Fall jetzt ein Foto von meinem Biss. Ja, schaut jetzt, vielleicht finde ich gar nicht so schlimm aus, also so nur optisch gesehen. Aber jetzt tut es schon ein bisschen weh, kann sich jetzt nochmal aktuell zeigen. So schaut jetzt meine Leggings aus. Das ist mir wurscht. Und so schaut jetzt der Biss aus. Kennt man, glaube ich, nicht so gut, oder?
so schaut das aus. Ja, wie gesagt, und am Anfang habe ich halt gedacht, so, ach, das ist nur ein Kratzer. Aber so ist es erst später geworden. Also jetzt, so eine Stunde danach, habe ich so das Gefühl, dass es irgendwie schlimmer ausschaut. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall mal Mittagessen gehen, obwohl ich jetzt noch gar keinen Hunger habe, aber wir müssen. Ich werde dann nach Mittagessen mit den Kindern nach Ischgl mit dem Bus fahren und mir das vom Arzt dort anschauen lassen. Vielleicht kriege ich auch eine Tetanusimpfung, eine Auffrischung. Und die Wunde soll ein bisschen angeschaut, vielleicht gereinigt und desinfiziert werden. Ne? Ich meine, im Mund sind halt Bakterien, egal ob Hund oder Mensch. Aber auf das habe ich gar nicht gedacht. Ich hätte sofort vielleicht die Rettung rufen sollen. Auf das habe ich nicht gedacht, weil ich da mit den Kindern in der Pampa war, ohne, also mit dem ganzen Fahrrad und diesem ganzen Gestell. Und das war mir dann einfach so, oh mein Gott, was mache ich denn dann? Das war einfach so eine blöde Situation. Ja, ich werde euch auf jeden Fall dann mitnehmen zum Arzt und sagen, was der Arzt gesagt hat. Ja. So, meine Lieben, wie ihr seht, stehe ich schon hier beim Bus. Der Bus kommt in circa 5 Minuten. Ich habe die Luisa dabei in der Trage und die anderen Kinder habe ich im Kids Club gelassen, weil ich mir gedacht habe, das ist zu stressig dann mit 4 Kindern zum Arzt mit dem Bus. Deswegen sind die jetzt im Kids Club hier gut aufbewahrt und ja, ich fahre halt mit Luisa, weil die lässt sich nicht betreuen. Es gibt zwar einen Babys Club, aber die will das nicht. Ja, und jetzt fahre ich mal zum Arzt und bin gespannt, was der so sagt. So, meine Lieben, jetzt bin ich auch im wunderschönen Ischgl beim Arzt schon fertig. Ich habe jetzt zwei Impfungen bekommen. Einmal gegen Tetanus und einmal gegen Diphtherie und Poli. Der Arzt hat gemeint, es wäre nicht schlecht, beide zu machen. Und ich habe jetzt 50 Euro oder so gezahlt, sowas herum. Ja, ja, es ist jetzt auch egal. Also, ich bin jetzt geimpft, bin jetzt quasi safe. Und die Wunde wurde auch desinfiziert und ein Pflaster wurde draufgeklebt. Ja, und jetzt fahre ich nach Hause, also ins Hotel zurück. So, meine Lieben, ich bin schon wieder im Hotel, eh schon ein bisschen länger. Ich war jetzt noch mit den Kindern ein bisschen spazieren, eh denselben Weg, den wir gefahren sind, als ich gebissen wurde. Ja, und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich dann jetzt wirklich noch zur Polizei gehen soll, weil ich habe wirklich, ja, Schuldgefühle, dass ich nicht seine Daten genommen habe. Auf der anderen Seite denke ich mir so, jetzt ist es zu spät, dann denke ich mir, nein, es ist egal, ich mache Anzeige gegen Unbekannt. Ja, ihr Lieben, ich schneide gerade dieses Video und da ich an diesem Tag sehr geschockt war, scheine ich sehr verwirrt oder wie rede ich etwas verwirrt, deswegen vielleicht, da es ein bisschen unklar ist, werde ich es ein bisschen euch erklären. An diesem Tag, als ich gebissen wurde, war meine erste Reaktion, meinen Mann anrufen, der hat mich abgehoben, weil er in der Arbeit war. Dann meine nächste Möglichkeit war, ich mache eine Insta-Story und habe da einfach auf Instagram mein Leid erklärt. Kundgetan und wusste erst selbst nicht, was ich tun soll. Ich war noch so unter Schock. Was soll ich zum Arzt? Soll ich nicht zum Arzt? Ich war wirklich sehr, sehr gestresst. Und das war so toll, dass meine Community sofort reagiert hat. Die haben mich aufgefangen, eben wirklich mir sofort gesagt, was ich tun soll, was ich hätte lieber nicht tun sollen. Und deswegen hat mich das den ganzen Tag beschäftigt. Und gerade in der Schlussszene ganz gut zu erkennen, wo ich noch damit hadere mit mir, ob ich diesen Mann anzeigen soll oder nicht. Deswegen, falls ich etwas verwirrt und komisch rüberkomme, damit ihr euch das denken könnt, ja, liegt es daran. Und sonst, ja, wollte ich euch das nur so mitteilen. Deswegen hoffentlich lernt ihr aus meinen Fehlern und ich lerne es natürlich für die Zukunft sowieso. Ich weiß das jetzt und hoffe, dass meine Kinder das auch für sich mitnehmen, wenn sie ja später auch in so einer Situation stecken sollten. Immer sofort die Daten der Person, die den Hund hat, vom Hundehalter, sofort fragen, ob der Hund geimpft ist, weil ich habe jetzt 60 Euro gezahlt beim Arzt für eine Tetanus- und eine Diphtherie-Impfung. Das ist einfach so ein Stress, den man sich ersparen könnte, wenn der Mensch einfach seinen Hund an die Leine nehmen könnte. Nein. Also ich habe für mich jetzt daraus den Schluss gezogen, nichts mehr zu machen. Wir wollen das vergessen. Wir wollen nicht mehr drüber nachdenken. Ich möchte noch die restlichen Tage Urlaub genießen und werde jetzt auch nicht zur Polizei gehen, weil ich denke mir, das hat gar keinen Sinn. Die Polizei wird mich ja fragen, ob ich dumm bin. Die werden mich wahrscheinlich auslachen, weil ich ja keine Daten habe von den Menschen. Die werden sagen, ja, wen wollen sie denn anzeigen? Ja,
ja, ich hoffe so sehr, dass dieser Mensch dann vielleicht jetzt raus für sich gelernt hat und vielleicht seinen Hund jetzt wirklich an die Leine nimmt. Und jetzt auch für sich hat er jetzt das daraus gelernt, dass wenn ein Kind gebissen, weil ich habe ja das ja auch gesagt, naja, was wenn ein Kind gebissen worden wäre, hat er ja noch nie gemacht, der Hund. Naja, also ja, somit verabschiede ich mich von diesem Vlog. Ich hoffe, er hat euch irgendwie gefallen oder auch nicht. Mir hat er nicht so gefallen, ich hätte lieber nicht gedreht, aber nichtsdestotrotz würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch sowas schon mal passiert ist und wie ihr mit so einer Situation umgehen würdet. Sorry. Oder wie ihr glaubt, damit umgehen zu würden. Ja, Deutsch. Egal, ihr wisst schon. Tschüss, meine Lieben.